Was machen wir in diesem Video? Wir werden den Extruder mit einer Wasserkühlung versehen. Der Extruder bekommt nur eine Warmwasserkühlung, die schon auf einem bestimmten Grad vorgeheizt ist. Das ist für verschiedene Granulate unterschiedlich. Ich habe euch gesagt, dass der Extruder immer näher an einen professionellen Extruder rankommt. Deshalb bekommt er auch noch ein Kaltwasserbad. Dann schließen wir noch die Heizungen an. Diese nur von einem Fachmann anschließen lassen, Vorsicht 220 Volt. Zum guten Schluss werden wir noch die Thermistoren montieren. Den Wasserschlauch stecke ich in warmes Wasser. Dann kann man ihn besser über den Anschluss ziehen und mit einer Schlauchklemme festschrauben. Im Moment lasse ich die beiden Enden der Schläuche einfach unten herausschauen. Die werden später angeschlossen, wenn die beiden Wasserbecken da sind. Ich warte noch auf die Lieferung. Nun schließen wir die Heizungen an. Für diesen Extruder habe ich 3x 700 Watt vorgesehen. Die Heizungen haben innen alles Porzellanteile. Beim Montieren und beim Festschrauben muss man darauf achten, dass man sie nicht verkantet oder zu stramm anzieht. Die brechen nämlich gerne. Die drei Heizungen verteile ich auf dem Barrel zwischen den Verschraubungen für die Thermistoren. Mit einem Imbusschlüssel schraube ich sie dann handfest, so dass man sie nicht mehr mit Hand drehen kann. Wie ihr sehen könnt, sind die Heizungen nicht rund. Man sollte sie so weit aufdrehen, dass sie gut über das Barrel passen und dann wieder zusammenziehen, damit man sie nicht kaputt macht. Als nächstes kommen die Thermistoren dran. Davon montiere ich zwei Stück in die dafür vorgesehenen Bohrungen. Den dritten Thermistor werden wir später vorne direkt an der Nozzle montieren.
Die Thermistoren haben einen Bajonettverschluss. Das ist praktisch, wenn man sie mal austauschen muss. Das geht dann sehr schnell und einfach. Nun schließen wir das Spezialkabel an die Heizungen an. Es ist ein Hochtemperaturkabel, aber wie gesagt, nur vom Fachmann anschließen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.